Ja, grüße euch, meine lieben Freunde. Ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Und ja, ich möchte noch ein paar Worte zu euch richten. Und zwar, ja, angesichts, das soll jetzt ein Rückblick wieder sein aufs Jahr 2023 und eine Vorausschau auf 2024. Wie ich schon voriges Jahr gesagt habe, ja, es werden wieder einige Sachen auf uns zukommen. So wird es auch 2024 sein, aber lassen wir uns nicht entmutigen, sondern vertrauen wir auf das Höhere, auf das Gute, lassen wir uns nicht so sehr von irgendwelchen Schreckensmeldungen, Kriegsmeldungen, sei es aus allen Richtungen, Angst machen. Versuchen wir immer das Gute im Fokus zu behalten, das Positive, das Liebevolle und einfach vorausschauend, dass wir sagen, ja, alles Schlechte, was zwar jetzt kommt und ja, dem können wir sowieso nicht entgehen, also wenn man sagt, das Realistische zu betrachten, aber letztendlich gibt es ja dann trotzdem immer wieder einen Ausweg, wenn wir Glauben haben, wenn wir Vertrauen haben, ihr wisst, für mich ist das immer ganz zentral, ganz stark, der Glaube an Jesus Christus und dass er auch immer wieder wirkt, dass er uns hilft, immer in schlimmen Situationen, in Bedrängnissen, dass er uns herausführt, dass er uns mit seinem starken Arm aus den schlimmsten Situationen herausziehen kann. Und das soll für das Jahr 2024 unser Hauptaugenmerk sein, dass wir uns verlassen auf Jesus Christus, auf seine Kraft, auf seine Wirkkraft, wahrscheinlich in einer Welt, die ja im Chaos versinkt oder wo es wirklich schlimm ist. Was gibt's Besseres, als sich an Jesus Christus festzuhalten, an ihm zu glauben, ins Gebet zu gehen, und sich wirklich ganz dicht an ihn anzuschmiegen, sozusagen, wie wenn du ein kleines Kind, was sich auch an dem Vater festhält, wenn es durch einen Sturm getragen wird oder wie auch immer durch eben schlimme Lebenssituationen. Und so möchte ich jetzt nicht mehr zu viele Worte verlieren, sondern lasst einfach das Video auf euch wirken. Ich habe euch da in Wegebner habe ich euch reingeschnitten. Also für mich in diesem Jahr das herzergreifendste Lied, was eigentlich sehr tief hineingeht, wo es um Jesus Christus geht, wo ganz gut beschrieben wird, wie Jesus Christus wirkt, dass er immer da ist für uns. Und habe ich da, wie gesagt, ein bisschen was zusammengeschnitten und das Lied eingefügt. Und das sollte jetzt wirklich auf euch wirken lassen, wirklich wirken lassen. Und ich würde sagen, mit diesem Lied gehen wir ins neue Jahr rüber. Und immer wenn es euch schlecht geht, lasst einfach dieses Lied abspielen und es wird euch dann sicherlich immer wieder helfen, wieder ins Positive zurückzufinden, in das Gute zurückzufinden und wieder Kraft und Stärke in sich zu finden. Und ja, das sind meine Vorsätze im nächsten Jahr und auch die Wünsche für euch, die ich da jetzt im Anschluss für euch habe. Also dann, meine lieben Freunde, wie gesagt, alles Gute noch einmal und einen guten Rutsch. Pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du bist hier, willst um diesem Ort.
Du bist Wegebner, Wundervollbringer, Worteinhalter, Lichtstrahl im Dunkel. Mein Gott, das ist, wer du bist. Du bist Wegebner, Wundervollbringer, Worteinhalter, Lichtstrahl im Dunkel. Mein Gott, das ist, wer du bist. Du bist hier, du rührst jedes Herz. Ich bete dich an, ich bete dich an. Du bist hier, du heilst jedes Herz. Ich bete dich an, ich bete dich an. Du bist hier, du machst Leben neu. Ich bete dich an, ich bete dich an. Du bist hier, du machst Herzen heil. Ich bete dich an, ich bete dich an. Auch wenn ich es nicht fühle, willst du Gott. Du hörst nie auf, zu jeder Zeit willst du. Du hörst nie auf, zu jeder Zeit willst du. Auch wenn ich es nicht sehe, willst du Gott. Auch wenn ich es nicht fühle, willst du Gott. Du hörst nie auf, zu jeder Zeit willst du. Du hörst nie auf, zu jeder Zeit willst du. Auch wenn ich es nicht